Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler sprechen wir heute über das Schüsslersalz Nummer 11, Silicea. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute über das Schüsslersalz Nummer 11 sprechen, Silicea. Silicea, das Silizium oder Siliziumverbindungen, sind aus unserem Alltag ja praktisch gar nicht mehr wegzudenken. Man findet es in den Trinkgläsern, aus Quarzsand im Prinzip, in den Fenstergläsern. Die Photovoltaikanlagen auf den Dächern haben Siliziumverbindungen drin. Auch in der Mikrochip, in den Mikroprozessoren ist Silizium erhalten. Silizium wird ja auch als Kieselerde bezeichnet. Da ist es vielen bekannt. Es wird eingenommen für gute Haare, gesunde Zähne, gesunde Haut, gesunde Nägel. Warum denkst du, war es für Dr. Schüssler schon früh bekannt, dass auch Silicea wichtig ist für den menschlichen Organismus? Weil er es tatsächlich nachlesen konnte, dass Siliziumoxid im menschlichen Organismus vorkommt. Und deswegen, Schüssler, seine Prämisse war ja, nur die Substanzen zu verwenden in sein System von 12 Mineralsalzen, die es ja in jedem Organismus gibt. Es ist nicht sehr viel, was wir im Körper haben, es sind ja nur 1,4 Gramm Silizium, aber fein verteilt, sehr fein verteilt. Und das ist etwas, was wir damals schon beobachtet haben, dass Silizium oder Silicea eine Verbindung ist, die wieder Struktur ins Gewebe bringt. Ganz, ganz wichtig für Silicea sind ja eitrige Prozesse, entzündliche Prozesse, aber auch Entzündungen, die sogar an einem Zahnwurzel sitzen können, solche Granulome. Und die lassen sich mit potenziertem Kieselerde, nämlich Silicea in der D12, auflösen. Das kann man sogar im Röntgenbild heute nachweisen. Ich arbeite mit 3, 4 Zahnärzten zusammen, die mir die Bestätigung dann per Foto belegen können. Das Granulom ist verschwunden. Das heißt also, Silicea, nicht sehr viel im Körper gegenüber Calcium, weil wir ja das stärkste und das massenreichste Mineralsalz haben, Calcium, gegenüber dem wenigen Silicea. Aber das wenige ist manchmal mehr. Und wir wissen heute sogar, dass Silicea für unser retikuloendothelialem System, also die dritte Linie unserer Verteidigung, eine große Bedeutung hat. Wir wissen auch heute, dass Silicea für die Fettverdauung und für den Fettstoffwechsel eine große Bedeutung hat. Das heißt also, ein Mineralsalz, klein, aber mit unheimlich großer Wirkkraft. Und das hat Schüssler wohl bemerkt und in der therapeutischen Anwendung beobachten können bei seinen Patienten. Wir nehmen Silicea bei diesen entzündlichen Prozessen, wir nehmen es aber bei Spliss, brüchigen Nägeln, aber auch beim Haar, das ja manchmal abbricht, weil die Struktur nicht mehr gegeben ist. Und so wie Silicea natürlich auch in der Botanik vorkommt, hat sie auch beim Tier und natürlich auch beim Menschen eine große, große Bedeutung. Ja. Es gibt ja gerade in der, wenn ich da einhaken darf, in der Natur oder in den Pflanzen, Silicea gibt Stabilität. Also als ich in Vorbereitung dieser Folge ein bisschen nachgelesen habe, die Bambuspflanze zum Beispiel, aus der in manchen Kulturen ganze Häuser und Dächer gebaut werden, die eine sehr hohe Stabilität hat, weist bis zu 70% Silicea auf. Wobei jetzt aus unserem Regionen der Ackerschachtelhalm zum Beispiel, eine sehr schlaffe Pflanze, im Stängel nur 10% Silicea aufweist. Also auch hier merkt man schon die Bedeutung, die dieses Mineral, die Kieselerde, für die Stabilität des Gewebes hat. Und wenn man das übertragen möchte auf den menschlichen Körper, dann ist es ja vor allem das Bindegewebe, was dann Stabilität gibt, was die Organe zusammenhält, die Gelenke zusammenhält und umgekehrt Silicea bei vielen Störungen des Bewegungsapparates, wo dann die Gelenke oder das Bindegewebe das Problem darstellt, auch gegeben wird. Sowohl innerlich als auch äußerlich als Salbe durchaus eine Therapieoption. Genau. Und daran erkennen wir, dass Silicea eine Substanz ist, die tatsächlich im Zwischenzellgewebe wirkt. Und Bänder und Sehnen stabilisieren wieder die Gelenke, den Knochen, der ja selber nicht bewegt werden kann, aber durch den Muskel, der dann aktiviert werden muss, ja, dann kann sich das ganze knöcherne System bewegen. Und für die Impulse, für die Weiterleitung, dass das alles funktioniert, brauchen wir Magnesium,
Ja, und aber auch Silicea vor Ort muss da sein. Wenn wir so Mikroprozesse anschauen, ja, wenn ich ein Glas jetzt runterwerfe, dann zerbricht dieses Glas. Ich habe Scherben, mit Scherben kann ich schneiden, deswegen wird Silicea in der Biochemie als das biochemische Messer bezeichnet. Wenn ich einen Dorn im Finger habe, also einen Fremdkörper, und gebe Silicea in der D12, dann wird dieser leicht unter Eiter gesetzt und am nächsten, übernächsten Tag drücke ich drauf und wie Magic öffnet sich die Haut und der Fremdkörper kann nach außen gedrückt werden. Und das ist das Faszinierende, wieder Struktur finden, Struktur geben. Und wenn ich überlege, dass sogar jetzt Silicon Valley, man versucht mit Warner Brothers einen Film auf eine Glasplatte zu packen, eine Glasplatte mit 2 mm Dicke, dann ist es für mich Faszination. Das kriegen wir heute hin, aber diese Strukturen, hat Schüssler schon erkannt, sind in jedem Organismus wieder einzustellen. Es muss eine Regulation immer wieder harmonisiert werden. Und Professor Pischinger, ja ein Physiologe aus Österreich, der sehr genau das Bindegewebe oder den Extrazellulärraum beschrieben hat, also außerhalb der Zelle, der hat schon immer hingewiesen, dass also auch Kieselerde hier eine große Bedeutung hat, wieder die Struktur. Und allein durch das Bindegewebe, ja, kann unser Körper sich immer wieder heilen. Vorausgesetzt, das Bindegewebe ist in der Lage dazu. Wenn es blockiert ist, wenn der Austausch innerhalb der Zelle nicht mehr gegeben ist, das heißt also, dass die Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Spurenelemente und auch die sekundären Pflanzenstoffe nicht mehr in die Zelle gelangen, dann schaltet die Zelle ab. Und das haben wir gerade im Gehirn beim alten Menschen, die in die Richtung Demenzen gehen. Wenn man rechtzeitig Silicea anwendet, gerade in Kombination mit Calciumfluoratum, der Nummer 1, die wir ja in der ersten Sendung besprochen haben, dann haben wir eigentlich die beste Prophylaxe für demenzielle Erkrankungen, diesem vorzubeugen. Wir haben immer wieder Menschen, die mir begegnen, die sind über 90 Jahre, groß, aufrecht und sprechen klar, sind weise. Und wenn ich die frage, was haben Sie so gemacht, dann erzählen die mir immer, ja, sie nehmen Silicea und Calciumfluoratum ein. Spannend, oder? Das heißt also, das ist ja eigentlich ein lebendiger Versuch, was dieser Mensch mit sich gemacht hat. Wenn ich meinen Körper gesund ernähre, wenn ich darauf achte, dass der Kieselsäuregehalt und mein Calciumfluoratumhaushalt im Gleichgewicht ist, dann habe ich eigentlich auch die beste Voraussicht, einen gesunden Geist auch im hohen Alter zu haben. Lass uns nochmal auf eine wichtige Funktion zurückkommen, um die nochmal ganz gezielt anzusprechen und zu betonen. Du hast gesagt, Silicea ist das biochemische Messer. Mhm. Bedeutet, dass tiefsitzende Entzündungen durch Silicea an die Oberfläche kommen? Oder direkt vor Ort abheilen. Und das war ja Schüssler, der hat ja erkannt, dass die chronische Entzündung, die wir heute ja modern als Silent Inflammation, die stille Entzündung, die nicht wehtut, aber die trotzdem vorhanden ist, die man auch durch eine erhöhte Blutsenkung nachweisen kann, wichtig ist, zum Ausheilen zu bringen. Und dafür war eben Silicea ein ganz, ganz wichtiges Mineralsalz. Und Schüssler hat ja auch die Eiterung, die Fistelung, die Entzündungen immer wieder erfolgreich mit Silicea behandelt, zu einem Zeitpunkt, als es noch kein Antibiotikum gab. Und wer aufmerksam zuhört, hat erfahren, heute ist die 11. Sendung, also gibt es noch eine 12. und das ist Calcium Sulfuricum. Das werden wir nächstes Mal besprechen. Aber Silicea sind die entzündliche, eitrige Prozesse, die auf Wärme besser werden, wohingegen die Nummer 12, Calcium Sulfuricum, bei einer kühle Besserung erfahren. Und so kann man die beiden Mineralsalze nie miteinander verwechseln. Wie würdest du empfehlen, Silicea einzunehmen? Gibt es da für dich eine Standarddosierung oder einen Zeitraum, über den Silicea mindestens eingenommen werden sollte? Also das kommt immer darauf an, was wir haben. Haben wir einen chronischen Prozess, den können wir nicht rasch beeinflussen, dann nehmen wir Silicea morgens und abends eine Tablette in der D12 oder 5 Globuli oder 5 Tropfen für die, die auf Milchzucker reagieren. Zeitraum 6 bis 8 Wochen locker, dann beobachten wir, was geht, was verbessert sich, was ändert sich, ist neues Mineralsalz angezeigt oder haben wir deutlich eine Heilung hingekriegt, aber noch nicht hundertprozentiges Verschwinden der Symptome. Dann wechseln wir auf Silicea D30 und geben das alle 3 Tage. Damit habe ich sehr, sehr schöne entzündliche Prozesse zum Abheilen gebracht, konnte diese auch nachweisen dann mit einer völlig normalen Blutsenkung. Obwohl diese Blutsenkung bei manchen Patienten über Jahre bestand, mancher sich gewundert hat, hat es eine Bedeutung, eine erhöhte Blutsenkung, und Silicea war dann das Heilmittel.
Bei Menschen, die so Spliss im Haar haben, brüchige Fingernägel, dann ist es sinnvoll, dort längere Zeit D12 zu geben, bis wir merken, dass ein Nagel von ganz unten, vom Nagelbett ganz nach oben wachsen, geht ja fast über ein halbes, dreiviertel Jahr. Da wäre dann Zwischengaben, Pausen und immer wieder Überlegung, ob man die Nummer 1 mit der Nummer 11 kombiniert für eine Woche und dann wieder 6 Wochen Silizea, wieder eine Woche Calciumfluorat um die Nummer 1 und dann wieder 6 Wochen. Solche Beobachtungen könnten wir machen oder aber auch mit der Nummer 2 zwischengeschaltet Calciumphosphoricum. Vielleicht können wir noch ein paar Anwendungsmöglichkeiten besprechen, bei denen gerade das Silizea sich sehr bewährt hat. Man findet häufig auch in der Literatur den Hinweis, dass Silizea bei einem Gerstenkorn hilft, also Gerstenkorn oder Hagelkorn, diese knotige Entzündung am Unter- oder Oberlid. Ja, das sind ja Drüsen am Augenlid, die verstopfen und dann entzünden und dort hilft Silizea. Gerade bei einer Tränenkanalverklebung, das ich auch beim Säugling häufig beobachte, das muss nicht mit einem feinen Draht durchstoßen werden, sondern hier verwende ich Silizea D12 und mindestens 20 oder 30 Kinder konnte ich diesen operativen Eingriff dadurch ersparen. Wie sieht es mit Krampfadern aus? Krampfadern entstehen ja, weil die Venen nach außen drehen. Die haben ja keine Muskelschicht wie die Arterien, wo kräftig gebaut sind, sondern wenn das Gewebe außenrum weich wird, Säure, Überlagerung, Stoffe, Engprodukte, die nicht abtransportiert werden, also gerade im Bereich Bindegewebe, dort ist Silizea eines der wichtigsten Mittel, das ich gerne auch da mit der Nummer 1 in Kombination einsetze. Wie auch schon erwähnt, Schüssler aus dem Buch von Bürke und Dewey, wo ich ja ins Deutsche übersetzt habe, die Schüsslersalze, haben bewiesen, dass die 1 die Tätigkeit der 11 anfacht und die 11 wiederum die Tätigkeit der 1. Somit können wir die 1 und die 11 getrost im Wechsel geben, einen Tag 1, einen Tag 11, bei so chronisch degenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel so eine Varikosis, also bindegewebige Veränderungen, auch Krampfadern, wo tatsächlich die Menschen eine Verbesserung erfahren. Ich sage immer, wenn wir nach einem Vierteljahr einen Stillstand erzeugt haben, sodass das nicht schlimmer wird, haben wir schon eine Heilung bewirkt, denn der degenerative Prozess konnte abgewendet werden. Das muss man dem Patienten erklären, weil er weiß ja davon nichts und dann kann er das nachvollziehen und dann bleibt er am Ball und dann macht man das mal ein halbes Jahr und siehe da, schöne Verbesserungen sind zu erzielen, was natürlich völlig aufgequollen und das Gewebe völlig desolat ist, das muss dann leider doch operativ entfernt werden. Also Wunder können wir auch nicht bewegen, aber so regulative Prozesse, solange der Körper noch in der Lage ist, diese durchzuführen, können wir positiv unterstützen. Du hast vorhin ja wieder das retikuloendotheliale System erwähnt, also das Immunsystem. Im Bindegewebe. Genau, ja. Und der in der Schleimhaut sitzt oder ja. In Teilen der Schleimhaut sitzt. Würde ja dann wieder bedeuten, dass Silizea auch zur Steigerung des Immunsystems prinzipiell eingesetzt werden kann. Also bei denen, die immer wieder so leichte Erkältungskrankheiten bekommen, die häufig gleich mit dem eitrigen Prozess einhergehen, ist Silizea das Heilmittel. Richtig. Denn Silizea bringt wieder Stabilität, stellt die Abwehrleistung im Bindegewebe auf Top 1. Sie aktiviert die Makrophagen, die Fresszellen, sie reguliert den Fettstoffwechsel, also ein Tausendsassa in allen Bereichen unseres Körpers. Und deswegen sage ich, warum nicht anwenden, wenn es in jeder Apotheke zu kaufen geht. Silizea als Tablette oder als Salbe jederzeit anzuwenden. Also zum Wohl meiner Patienten freue ich mich, dass es Silizea gibt. Und wie verhält es sich bei sehr empfindlichen Menschen, die Laktulose nicht vertragen, weil der Trägerstoff dieser Schüsslersalze ist ja der Milchzucker. Genau. Und Milchzucker wiederum können wir weglassen, indem wir die Tabletten in Kartoffelstärke kaufen oder wir können sie in Tropfen nehmen oder in Globuli. Dann sind 5 Globuli, 5 Tropfen entspricht einer Tablette. Und somit haben wir das Problem gelöst. Aber wir können die Schüsslersalze aber einsetzen, gerade bei solchen Dingen wie Histaminintoleranz. Ja, gerade die Schleimhaut, die Nummer 4, Silizea, ist auch sehr, sehr wichtig, in Kombination auch mit Okubaka, wo man hier Dinge bewirken kann, die chronifiziert sind, im Darm sich etabliert haben, über die Lymphe geheilt werden können, wenn wir die entsprechende Zellsalze sinnvoll als Therapeutikum einsetzen.
In den Schüssler Ratgebern lesen wir immer wieder, dass Silicea gerade bei Wachstumsstörungen von Kindern eingenommen wird. Aber Wachstumsstörungen bei Kindern haben wir auch in einem vorherigen Video, ist doch eigentlich die Nummer 2, Calcium Phosphoricum. Wie passt das zusammen? Ja, aber wenn wir eine Regulationsstörung im Bindegewebe haben und das Bindegewebe ist blockiert in seiner Tätigkeit, dann ist natürlich der Wachstumsprozess auch eingeschränkt. Das sind die Kinder, die ziemlich klein im Wuchs sind. Da kann man mit Calcium Phosphoricum und Silicea im Wechsel manches noch bewirken. Wir wachsen ja bis zu unserem 21. Lebensjahr, also haben wir da Hoffnung. Wir schauen uns immer die Eltern und die Großeltern an, waren die klein vom Wuchs, dann können wir natürlich auch keinen Riese erwarten, aber dass wir vielleicht so 5 bis 10 Zentimeter mehr rausholen mit Silicea und Calcium Phosphoricum ist durchaus möglich. Wenn jemand unsicher ist, ob er das Schüsslersalz einnehmen soll oder nicht, ob es das richtige Mittel ist oder nicht, dann kann man ja allgemein sagen, Schüsslersalze wirken ja nur regulierend. Also sie verbessern die Versorgung der Zelle mit den Mineralien, die ja ohnehin schon da sind. Mhm. Da stellt sich natürlich umgekehrt die Frage, weil auch dieser Hinweis in vielen Schüsslern-Ratgebern kommt, Schüsslersalze schon prophylaktisch einzunehmen, also ohne das Vorliegen einer Störung. Wie stehst du dazu? Macht es Sinn, alle Schüsslersalze einzunehmen auf Verdacht oder ist eine Erkrankung, ein Symptom notwendig und also, dann gezielt auszuwählen? Da würde ich das mal so sagen. wenn einer gesund ist, dann hat offenkundig der Körper das Gleichgewicht noch behalten, reguliert. Erst wenn Symptome auftreten, dann können wir gegensteuern. Und da würde ich dann auch erst das entsprechende Schüsslersalz gezielt auswählen, so wie es auch Schüssler in seiner Schrift geschrieben hat. Man wähle eins aus, gebe und die Heilung macht ja der Körper. Wenn wir jetzt nun das Problem haben, dass Kinder immer wieder Infekte bekommen, beispielsweise sie frieren, auch ältere Damen, die laufen im Hochsommer mit einem Flanellkleid rum, dann deutet das schon auf Silicea hin. Das heißt also, wenn jetzt die kalte Jahreszeit wieder einbricht, dann empfehle ich diesen Patienten, nehmen Sie, wenn der Wetterumschwung eintritt, 3-4 Wochen lang Silicea D12 und schauen Sie, wie es ist. Danach hat eine am Tag, vielleicht am besten gegen Abend, weil dann kann nachts das Immunsystem regulieren, ausgleichen und die Menschen bleiben dann den ganzen Winter über gesund. Solche Effekte und solche Phänomene konnte ich also bei meinen Patienten 100-fach beobachten und das ist dann eine Regulationsbehandlung, weil ich weiß ja über all die Jahre davor, dass das Immunsystem kippt. Und wenn ich damit rechnen muss, dass etwas kippt, dann kann ich auch regulativ vorher etwas anwenden, um es zu stabilisieren. Und dann finde ich es eine sinnvolle Sache. Vielen Dank, Peter, für die schönen Erklärungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Anlässlich des 200. Geburtstags von Dr. Med. Wilhelm Heinrich Schüssler sind 2 Bücher erschienen, erhältlich in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.